Oh, wir bekommen Sachen. Hey Leute, willkommen. Was ist denn jetzt los? Hey, warum bin ich schon so klein? Ist man jetzt hier nicht in der anderen Perspektive? Okay. Komisch. Warum bin ich denn so klein? Oh je, Danny. Hallo, ich bin noch ein Kind. Wie wir gewinnen? Indem wir bauen. Das ist sehr merkwürdig gemacht. Hola, Danny. Hey, hier, Mensch. Das ist so komisch gemacht. Texturenladen auch nicht nach. Ja. Es gab gerade ein Update übrigens. Die Texturen laden nicht nach. Wann ist denn das verfügbar? Weiß ich echt nicht. Danny, hast du einen Moment? Okay, mal mit ihm. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Das kriegst Vater bei, Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Das ist der... Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Danny. Bitte geh zu ihm. Der die Halskrause umhatte. Gracias, Danny. Gracias. Wo ist das? Okay, wir reisen einfach nur da, ne? Würde ich sagen. Was habe ich denn an Waffen? Guck mal, die Waffen laden auch nicht nach. Was ist das? Was ist denn das? Ich habe schon auch irgendwas zu wenig V-Rahmen, aber habe ich doch. Pass mal auf die schlechteste Qualität, die es gibt. Pass auf. Aber mit Texturen, die gar nicht nachladen, ne? Die ist gut. Geht jetzt wieder, ne? Oder? Das ist echt merkwürdig. Option nochmal. Hä? Der hat ja wie alles wieder auf hoch gemacht. Mal Textur angucken. So krasser Unterschied ist es nicht, oder? Oder das wäre es wieder zurückgestellt. Nee, okay.
verbessert die Bildqualität durch die Kombinierung zu kann. Ich weiß nicht warum. Hey! Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so. Diese Stadt wird nie wieder dieselbe sein. Mann, Mann, da ist doch eine Truhe. Da brauchen wir Schlüssel dafür. Aha, kacke. Ich guck mal, ob das ist nicht was schlecht auf die Sequenzen auswirkt. Stimmt, hier kommt eine Sequenz. Bitte. Nicht? Hallo, mein Kind. Sind Sie Padre Pietro? Si. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir sehr leid. Altersgenossen von Yara, hier spricht Diego Castillo, Löwe von Yara. Der Löwe wieder. Heute möchte ich mit euch über eine große das ist Löwe geworden. Guck mal. Die Seuche hat einen Namen. Libertad. Während diese Terroristen sagen, sie stünden für Liebe und Freiheit, zeugen ihre Aktionen vom Gegenteil. Sie verbreiten täglich Hass und schaffen Chaos. War das Team? Blinkt ihr das gerade? Sie haben ihre Freunde durch ihre sinnlosen, gewalttätigen Aktionen verloren. Glaubt ihr, dass Libertad das etwas ausmacht? Nein. Sie erfreuen sich an unserem Schmerz und Leid. So, wohin müssen wir? Eieiei. Ja, wir können auch suchen. Sie wollen euch und jedem anderen wahren. Kann man keinen. Jarana die Zukunft nehmen. Die Hoffnung. Ungeachtet dessen, was die Terroristen sagen, oh, habt ihr eine Wahl. Ihr könnt was ist hier los? Haben und ihr könnt es heute haben. Also bitte, trefft die richtige Wahl. Und meldet jedes verdächtige Wahl. Ich hab nicht. Pass auf! Libre de Castillo! Traume durch weiter. Ich hab nichts gesehen. So. Wo kriege ich jetzt? Aha, ja, ja. Wollte schon gerade sagen. Wo kriege ich jetzt hier ein Fahrzeug? Na, fahren wir hier einfach rüber, oder? Danny, was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Jandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich für niemandem erwarten. Der Scheiß. Alejandro, wie geht's dir? Gut. Hast du die Machete? Noch nicht. Die war nicht in der Kirche. Gott, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich um die Hermano. Ja, wie geht das scheiß Radio aus? Aua. Du musst ja Optionen gucken. Verkehr. Mit Strich? Nee. War das nicht mal anders? Oh, hat ihn umgebracht. Alles gut. Gehört zu. Vorsicht! Müsste mal durch. Ja, es hat immer so Zweigs gegeben bei mir. Also nicht Zweigs, aber so. Ja, da wurde halt die Musik entdeckt, dass da was ist. Es ist
Schweres zu malen. Wow, ein Leerlauf. Uiuiui. Pass auf. Warte, was steht hier? Suche nach Carlos Machete. Mio Stio. Unauffällig, ey. Holt mir sein scheiß Handy wieder. Raus. Ich bin ja. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Warte mal. Ein Scharfschütze hält Wache. Sehen leider nicht. Scheiße, es brennt! Da. Oh. Mehr. Ich bring dich nach Hause. Carlos Machete. Alejandro, ich hab sie. Oh, scheiße. Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Dani. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Der Truck, scheiße! So, schau doch mal ab, ne? Das sind so viele Feinde, ich kann nicht das dahin spawnen. Verdammt. Komm schon. Boah, du bist eng hier. Hey. Ist Straßensperrung, hier kannst du nicht weiter. Ach, schade.
Ah ja. Was, ich habe ein Pferd in der Haube. Ich habe eine Pferd in der Haube. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Was ist dir passiert? Ich habe eine Pferd in der Motorhaube. Alter, oh. Hör auf, ey. Hör auf. Scheiße, hab ich dich. Ich bin... Was? Also, ich bin unterwegs. Ich bin nicht euer Feind. Hat nur ein komisches Pferd in der Motorhaube. Was war das denn jetzt gerade? Kann ich jetzt? Hallo. Hallo. Durch. Hallo. Aussteigen. Aber jetzt, Luciano, ich nehme das mal. So, ist wichtig. Nein. Anzeigen. Ja, schuld. Anzeigen. So. Also. Das ist ein Panzer. Ja, komm, wir werden wieder hinkommen. Hier durch. Costa del Mar. Warte. Ich weiß, hier keine Straße, aber man kann hier mal einfällt. Mir fällt ein, nicht so wie bei Days Gone, wo du immer durch die Tunnel musst. So. Das wusste ich jetzt nicht. Ach, jetzt bin ich auch ganz normal wieder. Okay. Texturen? Sind auch nachgeladen. Okay. Keine Ahnung, wo man das gelegen hat. Schön, dich zu sehen, Danny. Ah, Bugs hat man halt, ne? So. Hammer abgeschlossen. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Stimmt, der ist ja gestorben, oder? Con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon, das ist die Beerdigung seines Papas. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Ah, yes. Das ist der Arzt, ne? Genau. Alejandro. Der zuerst sich dahin wollte. Das war genug. Geh. Espada. Er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Tja. Oh, fast Level up. Hol die Waffe von Yuan. Danny, hier ist Clara. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Eine neue Operation? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza.
Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerriero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Der Nachtschicht? Gut, Clara. Ich bin unterwegs. Was zu ihr soll ich kommen? Ach komm, wir gehen zu ihr. Ja. Dann. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich José und seine drei kleinen Schweinchen von der Kirche. Ich will die Motherfucker tot sehen. Weißt du, dass ich Augenkontakt mit einem hatte? Der Hijo de Puta hat gegrinst. Er grinste mich an, als mein Papa starb. Dank der Soldaten, die sich uns angeschlossen haben, konnten wir sie aufspüren. Die drei Tenientes feiern alle in einem Hotel. Arschgeigen. Ich habe alle Hände voll zu tun. Was mit den Texturen wieder? Ich kann hier nicht weg. Also will ich, dass du die Kerle umbringst, Danny. Töte sie alle und sorg dafür, dass José davon erfährt. Himmel, deine Texturen sind wieder weg. Was ist denn hier los? Suerte, Danny. Komisch, das sind ihre Texturen am Arsch. Hä? Verstehe ich nicht. Wo ist das? Offener Luftraum. Wir gehen dahin. Ja. Das Port ist ja eigentlich das, was man machen müsste immer. Weil es immer so weitläufig ist, ne? Scheiße, da sind sie! Hey! Party kalt! Boah! Scheiße! Alles gut, sie können durch. Naja, es ist normal. Ich mach den mal auf Seite. So, ah, schade. Vorsicht! In Deckung! Sie greifen mir an! Ich hab's dir gemerkt. Ja, waren wir schon mit dem, ne? So. Das ist ein Pferd, ich denke gerade, was ist das denn für ein Arsch? Hey, ich bin gleich beim Hotel. Dann blase ich den drei kommen im Yardas das Licht aus. Dale. Sie bläst? Okay. Das ist ja zu einfach, oder? Links, rechts, links, rechts. Die Terroristen wurden besiegt und Carlos Montero ist tot. Alles, was bleibt, sind seine verräterischen Eingeweide verteilt über den Plaza de Vederde. Genießt also nun eure Zeit im Resort und vergesst eure Pflicht nicht. Diese äußerst großzügige Belohnung habt ihr euch verdient. Meine Krieger, ich bin stolz, euer furchtloser Anführer zu sein. Der Terrorist Carlos Montero ist tot. Aufgrund dieses großen Erfolges habt ihr euch ein wenig Freizeit von euren Pflichten verdient. Genießt eure Zeit im Resort, aber vergesst nicht, wem ihr das zu verdanken habt. Husch rein. Felicidades, mis soldados. Heute ist Yara ein besserer Ort geworden, denn Carlos Montero ist getroffen. Ihr habt große Treue und großen Mut bewiesen und
euch meines Respektes würdig erwiesen. Dieses Resort ist mein Geschenk an euch. Ich hoffe, ihr wisst diese große Ehre zu schätzen und genießt eure Zeit hier. Nochmals Glückwünsche für diese historische Errungenschaft. Achtung, das gesamte Militär. Hier spricht euer Löwe, General José Castillo. Die Terroristen sind hinter meinen festen Tenientes her und versuchen mir Angst einzujagen. Ich versichere euch, dies wird nicht gelingen. Denn ihr wisst ja, ich bin ohne Furcht. Ich fürchte weder Gott noch Tod. Aber ich bitte euch, wachsam zu bleiben, denn diese Terroristen lassen sich nicht von ihren Plänen abhalten. Heute ist ein guter Tag, meine Soldaten. Die Terroristen wurden besiegt. Carlos Montero ist tot. Alles, was bleibt, sind seine verräterischen Eingeweide verteilt über den Plaza de Vederde. Genießt die schon eure Zeit, um die Scheiße, ey. Text-Alarm. Wo ist der Piss-Alarm? Da. Da war noch irgendwo ein Alarm. Bist du ja. Inga, er will abhauen. Hey, Rojas, dein Ziel verlässt das Gebiet. Scheiße. Okay, danke. So. Wer noch? Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Okay, das ist schräg. Was war das? Espada. Einer ist tot, aber die anderen sind nicht hier. Verdammte Wichser. Seh dich im Hotel um, vielleicht kannst du ihre Spur aufnehmen. Ich will, dass sie sterben, da die Falle. Verstanden. Okay.
da bist du ja! Mann, die einzigen sind zwei. Was passiert denn hier? Was ist denn hier los? Die strahlende Therapie ist, hä? Okay. Was? Sieht aus, als wäre er auf seiner Ranch. Es wird Zeit, die beiden Arschlöcher auszuschalten. So. Mal hier hin. Die Waffenkammer. Oder umzu. Kann man sich nichts mitnehmen. Leider Gottes. Das ist der Soldaten, ja, Soldaten.